du kannst ja nicht alle Influencer und Content Creator unter einen Kamm scheren. Also ich kann ja auch nicht sagen, alle Elektriker sind scheiße und zocken mich ab. Ich kann mir bei Cheerleading nicht alles vorstellen. So ein Klappmesser könnte ich noch so haben, ein kleiner Ganove. Ja, Shirley, cool, dass du es geschafft hast. Endlich, endlich haben wir dich mal bei uns. Die Antwort auf die Frage How to Shirley ist hier. Und zwar die TikTokerin Shirley. Oder sagt man TikTokerin How to Shirley nicht, oder? Nee, Shirley. Hauptsache, du sagst nicht die von TikTok. Wie wird man TikTokerin? Boah, man muss auf jeden Fall... Was muss ich machen? Du musst auf jeden Fall eine Schraube locker haben. Sehr... Ich fokussiert, weil du siehst dich den ganzen Tag auch im Schnitt und so. Und ich weiß nicht, crazy, I guess? Du hast ja einen Hit mit, wie soll man sagen, du hast einen Hit mit gelauncht. Du hast diesen Hit, glaube ich, nicht geschrieben, das kann man nicht sagen. Aber ich war letztens, ich habe so Kältekammer-Anwendungen gemacht und habe da so durch Spotify gescrollt und dann habe ich gesehen, bla bla bla, Shirley-Version. Und dachte so, hä? Ist das wirklich die Shirley? Und das war so irgendwo ganz oben. Und ihr seid mittlerweile auf Platz 1 in den deutschen Charts. 9 bis 9. In der normalen Version natürlich. Aber es gibt eine Sped-Up-Shirley-Version. Was ist dieses Phänomen? Wie kann man sich deine Source vorstellen, deine Energie, die du diesem Hit mitgegeben hast? Okay, ja, ich bin hyperaktiv und der Song war ein bisschen zu ruhig. Deswegen dachte ich, da kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen Gas geben. Und es gibt ja voll viele Sped-Up-Versions, die auf TikTok viral gehen und so. Und dann haben wir das gemacht. Und das hat dann wirklich nochmal den ganzen Song ein bisschen hochgepusht. Und jetzt habe ich einen Song mit Bowser, Bad Chief und Sira. Und das ist super cool. Sollen wir von diesem Podcast auch eine Sped-Up-Version machen? Ja, das ist ich glaube, wenn ihr so eine Funktion habt, so wie bei WhatsApp, dass man so auf eineinhalb machen kann. Aber das gibt's bei Podcasts. Das gibt's? Ja. Ich habe auch schon gehört, dass Hazel, du richtig lustig klingst auf doppelter Geschwindigkeit. Ist das auch wirklich? Ich kann mich gar nicht vorstellen. Oha, das klingt so super real. Aber schreibt uns gerne mal, falls ihr die Podcasts schneller hört. Oder es gibt ja auch so Vögel, die das langsamer hören, wo wir also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es genießen will, einen Podcast, dann muss ich ihn normal hören. Aber wenn ich einen Gast da habe, der für seine Podcasts bekannt ist, dann, also wenn es einfach darum geht, sich möglichst viel reinzukloppen, dann höre ich mir auch manchmal Sachen einfach in das Bett. Ja, das ist so wie wenn du Hühnerbrust isst, weil du gerade Bock drauf hast, dann isst du sie halt und sonst schmeißt du sie in den Mixer rein und dir nachts um 12 noch 3 Hühnerbrüste reinklopfen. Stimmt es, dass du 6 Geschwister hast? 7. Also du hast 7 Geschwister, das heißt, ihr seid zu 8. Ja. Was? Ja. Darfst du sagen, die zeitlichen Abstände ungefähr? Ach so, ja, also ich bin Nummer 5 und das letzte von meiner Mom und dann gibt's noch 3 von meinem Vater und meiner Stiefmutter. Und der älteste ist, glaube ich, 40, dann 39. Die haben tatsächlich auch, die ersten beiden und die letzten beiden haben am selben Datum Geburtstag, also 16.12. und 16.12. und 7.7. und 7.7. Ach krass, die was? Die ersten beiden... Weil du bist ja schwanger. Das ist, meine Mutter hat auf mich gezeigt. Hazel, ja, es war. Ich habe nicht auf Thomas gezeigt. Meine Mama hat, ich weiß nicht, wie die das geplant hat, aber der erste ist am 7.7. geboren und der zweite auch, aber genau ein Jahr später. Oh, ach, was? Ach, die sind nur ein Jahr, also 40 und 39? Oh Gott, das ist aber krass. Und die haben am selben Tag Geburtstag. Selben Tag was? Geburtstag. Also der erste Geburtstag von dem ersten Kind war einfach schon ruiniert. Ja, also war einfach beschiss. Und mein Bruder Benny, Grüße gehen raus, der musste sich tatsächlich sein Geburtsdatum erstmal teilen. Und dann kam der dritte Sohn, das ist Arlen. Und mein Bruder heißt eigentlich Benjamin Arlen. Also musste er sich dann mit dem zweiten Geschwisterchen auch noch den Namen teilen. Ja, perfekt. Aber wenn du jetzt eh schon die Namen sagen darfst, also 40, 39, was kommt dann? Boah, oh Gott, wenn ihr das hört, Geschwister. Benjamin Allen. I'm so sorry. Irgendwas mit 31? So, und dann ja, sowas ändert sich ja auch jedes Jahr. Also das ist echt schwierig, oder 34? Dann gab es eine kurze Pause, die sich gegönnt wurde, nach diesem absoluten Horrorjahr. Ja. Ich glaube, meine Mom hat auch das erste Kind mit 19 bekommen. Ach krass. Ja, also dann. Sheesh. Also ich glaube, in meinem Alter hatte die Frau schon 5 Kinder.
Oh, wow. Voll krank. Sped up. Ja, das ist dein Leben in der Sped up-Version eigentlich. Ja. Was ich voll verblüffend finde, ist, dass ihr beide, Hazel, du und Shirley, ja nur 3 Jahre auseinander sind. Und ich weiß nicht, ob ich das viel oder wenig finden soll. Also ich weiß nicht, ob ich denken soll, boah, krass, ist die Shirley alt oder boah, krass, ist die Hazel Jugend. Na gut, aber Shirley hat, also wir sind halt grundsätzlich unterschiedliche Leute, weil Shirley, du hast ADHS, du gehst da auch sehr offen mit um und ich bin so das Gegenteil. Also ich habe gar keine Energie und bin aber ultra fokussiert. Ja, in meinen Augen seid ihr zwei verschiedene Generationen. Ja, wir sind so, ja, in meinem Auge ja aber auch. 3 Jahre auseinander, also wir sind halt, gar wie, nicht. Wir sind halt wie so eine andere Ära von Disney-Filmen. Also ich wurde wirklich noch so wie so ein Daumenkino gezeichnet und du bist dann so am Computer oder am Handy entstanden. Und das ist, also ich finde dich viel cooler als mich. Das Echt? Möchte ich jetzt mal klargestellt haben. Niemand widerspricht dir hier. Niemand widerspricht. Und du bist auch vorher, du bist so vor einer Stunde ungefähr angekommen in unsere Wohnung, hast mir erstmal eine dreckige Hose gegeben und gesagt, kannst du die bitte waschen? Und es war eine total natürliche Situation. Also ich dachte mir, natürlich bringt Chili mir ihre dreckige Hose. Ey, ich kann irgendwie nicht trinken. Ich sau mich immer ein beim Trinken. Und zurzeit habe ich so eine Pechsträhne. Das ist wirklich gestört. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst so einen Rucksack mit so einer Wasserblase und so einem Schlauch. Ah, wie und der von den der Drinis. Wie heißt der? Christian? Der hatte doch so ein Teil, hat uns mal erzählt, so eine Trinkblase. Stimmt, so eine Trinkblase zum Schreiben, die dann irgendwann genau. So, die dann irgendwann so geschimmelt total ist. Wieder weil er auch Cola und so reingetan hat. Ich meine, das darf man natürlich nicht. Man darf natürlich in die Trinkblase rein nur Wasser und dann kann man immer noch eine Elektrolyttablette in die Lippe oder so legen, wenn man Flavor so mit, will. Bei mir ist es so mit Zähneputzen. Ich kann nicht Zähne putzen, ohne mich einzusauen. Also ich muss mich immer oberkörperfrei ausziehen, um Zähne zu putzen. Ja. Ich glaube, ja, das ist einfach eine Ausrede. Ja. Thomas will einfach möglichst oft oberkörperfrei. Nein, ich kann nur ohne Unterhose und ohne Hose Zähne putzen. Das geht aber leider. Wie, also kommen jetzt ganz viele Leute zu dir und sagen irgendwie, boah, so cool, dass du 9 bis 9 geschrieben hast oder treffen dich. Ich wollte dich eigentlich begrüßen mit 9 bis 9. Das ist ja echt ein geiler Song. Ja. Also aber ich habe zuerst die Sped-Up-Version gehört. Sehr gut. Und ich muss sagen, also ich finde das Original auch gut, aber nach der Sped-Up-Version ist mir das zu wenig. Das ist ein bisschen langsam. Ja, da fehlt es mir ein bisschen am Gaspedal. Nee, ich finde es super. Also ich finde auch das Video, ich finde alles davon super. Sped-Up-Version super, Video wirklich sehr, sehr, sehr gut. Weil eigentlich muss man ja sagen, Musik in Deutschland und gerade auch Deutschrap ist immer so ein bisschen peinlich. Aber in dem Fall ist es echt, echt gut. Also Hut ab an das ganze Team. Was ist denn so ein Special Skill, was die Leute nicht kennen an dir? Von mir? Wo du so mit flexen kannst, wenn man dich so seit 4 Mal schon getroffen hat. Ich bin, würde ich sagen, Situationskomikerin. Aber so einen richtigen Flex-Modus, vielleicht einen Handstand. Einen Handstand kannst du? Ja. Das finde ich, das ist schon legit. Also ich dachte eigentlich, das ist voll normal, dass Leute einen Handstand können. Ich war auch ein bisschen schockiert, als meine kleine Schwester keinen konnte oder kein Rad. Und ich sollte vor Crow, hat Bad Chief dann so 9 bis 9 performt. Und dann meinte Crow so, ja, Shady, mach mal einen Handstand auf der Bühne. Und dann habe ich das gemacht und habe den irgendwie so 15 Sekunden gehalten. Und ich fand den voll scheiße, weil der voll krumm war. Und wenn mein Bruder das gesehen hätte, mein Ältester, dann hätte er gesagt, das ist ein Scheißhandstand. Und alle um mich rum waren so, oh mein Gott, das war der krasseste Handstand, den ich je gesehen habe. Das ist eine neue Producer-Legende der deutschen Hip-Hop-Szene. Ja, den Clip habe ich auch auf Instagram. Also es sah sehr cool aus. Ich meine, das war auch voll surreal. Ja, du bist ja eh super athletisch. Das haben wir schon bei unserem Madeira-Vlog gesehen, dass du auch richtig gut Fußball spielen kannst und so Tricks kannst. Und ja. So Special Effects, wie wir es genannt ja, haben. Ja, ist wirklich so. Special Effects Shirley, activate. Also, ich glaube, durch mein ADHS habe ich auch sehr viel ausprobiert. Also ich wusste, dass ich... Du hast einfach mehr Zeit durch dein ADHS wie normale Leute. Du bleibst einfach nicht so lange dran, wenn du es nicht kannst. In der Schule war ich einfach zu hibbelig und deswegen musste ich das irgendwie mit Hobbys rauskriegen. Und deswegen war ich beim Golfen, beim Tennis, ich war beim Fußball, beim Ballett. Ich habe auch teilweise beim Floristen gearbeitet, in der Anwaltskanzlei. Ich habe extrem viel durchprobiert. Ich war beim Speckstein, in der Holzfabrik. Ich war beim Speckstein? Du hast also, Speckstein gemacht oder wie? Ja, so geschliffen und alles. Du hast ein Steinmetz. Ja, sowas geil. In der Art. Also ich habe sehr viele Hobbys gemacht und deswegen kann ich alles so ein bisschen. Und das reicht halt für kurzer Flex. Also ich kann Handstand so ein bisschen. Und dann ist der Flex auch schon vorbei. Ah, das ist wie wenn also man so 3 Sätze auf eine Sprache. Ja, genau. Das ist wie so 500 Party-Tricks. Ja, genau. Sehr gut. Also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich Tennis gegen die spielen würde, wäre Katastrophe. Aber so für so einen Clip
Sieht schon gut aus. Aber dann hast also bist du ja einfach eine Schauspielerin, weil das können ja, also Schauspieler können ja auch ein bisschen reiten, ein bisschen Bogen schießen, ein bisschen dies, ein bisschen das. Aber dann hast du ja mit TikTok eigentlich auch die perfekte Plattform gefunden, oder? Weil es wird dich ja niemand nach einem 36-minütigen Video fragen, wo du Tennis spielst. Ja, das ist wirklich perfekt. Also ich habe sonst immer Videos voll gerne geschnitten und gedreht. Also wirklich so mit dem Handy von meinem Vater, mit dem Nokia, wo man so aufnehmen konnte und dann wieder stoppen. Habe ich so Interviews mit mir selber geführt, weil ich das irgendwie super interessant war, so mit 9 im Keller und das die ganze Zeit gemacht. Und ich habe das immer meinen Freunden auf WhatsApp geschickt und die waren so, poste das doch, so mach YouTube und alles. Und ich war so, nee, das ist mir zu unangenehm. Nee, ich warte noch, bis eine Plattform ist. Das ist mir alles zu horizontal, das muss ich noch drehen. Nee, ja, ich weiß nicht, es ist doch immer schwierig, wenn man mit Social Media anfängt, dann sieht das meistens nur die Bubble, die man kennt und ist so ein bisschen so Side-Eye und Judgy. Die denkt sich dann, bombastic Side-Eye. Das ist auf jeden Fall sehr oft der Fall. Und deswegen, man braucht schon ein bisschen Mut, um das zu starten, würde ich jetzt sagen. Ich weiß, aber du hast ja dann in einem Jahr 1,4 Millionen AbonnentInnen generiert, oder? Also du bist ja so ultra krass durchgestartet. Ich kann man merkt so richtig, wie Hazel so versucht, so cool zu sein. Jetzt. Hazel ist so... Hallo, ich bin Lit. die litte Mom mit dem guten Waschpulver. Ja, ich habe noch die Gallseife im Einwirken unten. Nee, aber wie hast du so viele AbonnentInnen gekriegt in so kurzer Zeit? Okay, also ich habe meinen ersten Clip hochgeladen. Das war einfach nur vom Urlaub von Freunden, um mal die Plattform so abzuchecken. Und der hatte 600.000 Aufrufe. Und dann war ich so, okay, die Plattform ist echt krass. Also das ist ja auch motivierend, wenn Videos viral gehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will alle auf einmal ansprechen, aber dann sprichst du ja am Ende wieder gar keinen an. Und deswegen habe ich mir eine ganz spezielle Zielgruppe ausgesucht und einfach mich dort so angetestet und hingearbeitet. Und ich bin an sich bekannt geworden durch CEO of Verweise, hat man es genannt, weil ich halt super viele Probleme in der Schule hatte und super frech war. Und ich bin von 3 Schulen geflogen. Ich habe in der 5. Klasse, glaube ich, schon 4 Verweise gehabt. Also ich hatte in jeder Klasse für mindestens... Für was? Warum? Handstand. Bist du super kriminell oder was? Nee, das war so... Ich kann mir bei Shirley nicht alles vorstellen. So ein Klappmesser könnte ich noch so haben, ein kleiner Ganove. Ich habe zum Beispiel mit dem Stuhl gekippelt und dann hieß es so, hör auf zu kippeln, der Stuhl geht kaputt. Weiter gekippelt, ja warum? Ja, hör einfach auf. Ja, warum geht denn der Stuhl kaputt? Dann so Diskussionen angefangen. Verweis. Also die Lehrer hatten aber einfach keinen Bock, sich mit dir auseinanderzusetzen. Ja. Aber da gab es auch so eine Phase, wo ich nur Scheiß gemacht habe in der Schule. Also wir haben ja so... Ein Ding war, da haben wir den Abfluss verstopft und dann die Wasserhähne aufgedreht und dann am nächsten Tag war alles voller Wasser. Ach, scheiße. Wie habt ihr den verstopft? Mit Papier einfach. Ew, was einmal, für Haare? Was für wie, Haare? Wie viele Haare geil, willst ja, verbündet du denn? Euch gegen mich. Einmal wie viele so, Haare würdest du denn sammeln? Würdest du so anfangen, den Mädels, imagine, er würde so den Mädels die Haare so ziehen, um dann den Abfluss damit Thomas zu verstopfen. Aber mega lange Haare als Teenager. Nee, aber mit Haaren geht es nicht. Das kann man nicht so gezielt machen. Bereitest du Büschel weg? Einmal haben wir so Streichwurst genommen und so hochgeworfen und die Tafel so zugehauen und dann hat es die Streichwurst so über die ganze Das ist auch so ein Dings. Sehr deutscher Streich. Und ich wurde, also ich wurde 2-3 Mal fast von der Schule geschmissen, aber sie... Ja, ich hab's geschafft. Sie hat wirklich? Du bist wirklich final runtergeflogen? Ja, voll. Ich hatte auch bei meiner alten Schule dann am Ende durfte ich das Gelände nicht mehr betreten. Wow, okay. Aber hast du diese Streiche dann gefilmt? Nee, überhaupt nicht. Weil du ja gesagt hast, Queen of Verweise? Ja, ich habe davon dann erzählt. Also ich habe so Storytimes gemacht von meiner Schulzeit und damit habe ich, weil ich mir dachte, was könnten alle interessant finden und was trifft irgendwie jede Zielgruppe so ein bisschen? Und das ist halt Schule. Jeder war in der Schule, jeder hatte Probleme mit Lehrern. Das dachte sich Bastian Bielendorfer auch. Zack. Zack, 6 aber ihr seid Bücher so ziemlich das Gegenteil voneinander, finde ich. Wann würdest du sagen, dürfte dein Kind auf TikTok? Ab welchem Alter? Also als Konsument oder als Produzent? Ja. Genau, danke. Als Produzent wahrscheinlich ab 0, aber als Konsument. Das ist voll die schwierige Frage, weil du willst natürlich nicht jemanden einfach so viel Zugriff zu so vielen Daten und auch zu so komischen For You-Pages geben. Aber du willst es ja auch nicht verbieten, weil es dann zu Problemen in der Schule kommen könnte, wenn man eben so, also wenn das Kind jetzt, sagen wir mal, gar kein TikTok benutzen darf und dieses Bombastic Side-Eye überhaupt nicht versteht, dann versteht es auch die Witze in der Schule teilweise nicht. Also ich glaube, TikTok ist ab 14. Ich glaube, so ab 11 würde ich erlauben, das zu konsumieren. Und so Influencer, boah, mindestens 17. Mindestens. Und würdest du es zeitlich begrenzen oder darfst du es den ganzen Tag konsumieren? Ja, keine Ahnung, das ist so wie PlayStation, so ein gesundes Mittel. Also ich würde das Kind dann schon irgendwie mal rausschmeißen. Also hier, spiel mal was. Spiel mal draußen weil mit der PlayStation. Ich das,
Weil du musst wissen, wenn man Kinder hat, also wir haben ja, unsere Tochter ist noch sehr klein, aber wir haben ja auch Geschwister oder also bekannte Verwandte mit etwas älteren Kindern. Es gibt irgendwann leider nur noch drei Themen. Das ist konsumieren, glotzen, Zucker essen. Ja. Und du musst bei allem immer sagen, nein, 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 nein. Also es geht wirklich dann irgendwann nur noch drum, jetzt bin ich dann zu Hause und kann ich wieder das glotzen. Und morgen kann ich mir dann das kaufen und heute Abend kann ich noch das fressen. Ja, und unsere Tochter fängt schon an, dass sie jetzt das Buch, sie sagt immer, ich will ein Buch lesen, irgendwie Bobo Siebenschläfer, dann sagt man, ja, okay, dann liest man das ja so vor. Dann blättert sie ganz schnell nach hinten und dann ist da so eine Seite, wo man so sieht, was man noch kaufen kann, sagt sie, und jetzt will ich noch das kaufen und das kaufen und das kaufen. Und man denkt sich ja als Erwachsener immer, wer fällt denn darauf rein? Also das ist ja sowas von lame, wenn dann hinten noch so Empfehlungen für mehr Bobo-Siebenschläfer-Bücher sind. Die Zweieinhalbjährigen. Das ja, ist und, ein gefundenes ich glaub, Fressen. 80% aller weltweiten Kaufentscheidungen werden von übermüdeten Müttern geführt. Und genau. Deshalb sind ja auch zum Beispiel Supermärkte so aufgebaut, wie sie sind, dass immer vor der Kasse die ganzen Süßigkeiten sind. Übrigens auf vielspaß.gmbh/products könnt ihr euch ein Mutti-ist-kaputti-Shirt kaufen. Wieso habe ich kein Mutti-ist-kaputti-Shirt? Das kriegst du noch. Ja, oder, du hast ja dein Erstgeborenes. Es gibt auch meine Mutti ist kaputti zum Beispiel. Oder keine Mutti trotzdem kaputti. Ja. Oh, okay. Also sehr wandelbar. Oder Fatti ist Platti, je nachdem. Oha, okay. Jetzt muss ich den Online-Shop auch vielleicht mal abchecken. Das solltet ihr auch tun. Kannst du es nochmal ganz schnell sagen? Check den Shop ab. Hast du denn noch filmisch andere Ziele? Also weil wir waren ja, und Thomas vor allem, weil er das aber mehr mitgekriegt hat, beeindruckt von deiner Herangehensweise eben. Ich überlege mir was, schreibe ein Skript, dann filme ich das, dann schneidest du das ja auch selber. Würde dann dich dann das noch so diese Idee, sorry kurz, mit welcher Linse filme ich das? Also filme ich das mit einer richtigen Kamera oder nur mit dem Handy? Wenn man es mit dem Handy filmt, ist es ein bisschen unmittelbarer. Das heißt, man hat mehr Kommentare, aber vielleicht sind die Kommentare dadurch auch asozialer und so weiter. Also ich fand es wirklich spannend, dass du auch so konzeptionell an die Sachen rangehen kannst. Ja, ich habe ja in der Uni auch zum Beispiel gelernt, dass es einfach schneller geht. Also ich habe, egal mit wem ich drehe, ich hau dieses Skript hin und alle sind so, boah, mit dir drehen ist voll entspannt und super schnell und voll easy. Das einzige Problem, was ich habe, ist, ich schreibe mir meine Skripte und dann versuche ich, die Leuten zu erklären. Und die meisten checken es einfach nicht. Also, auch Freunde von mir sind teilweise so, ich check nicht, was du von mir aber willst. Aber das wäre doch ein mega geiler Side-Channel, dass du How to Actually Shirley, wo du dann den Leuten erklärst, wie man das macht. Weil mein Kopf ist so wirr. Ich habe ja auch euch versucht, dieses Skript zu erklären, aber ich war selber auch so, na egal, sag einfach das so. Und dann habe ich jetzt einfach gelernt, so ich sag euch einfach, was ihr sagen sollt. Ja, ja. So, auch in dem Skript, das wir gemacht haben. Toni wusste ja gar nicht, um was es geht. Ich so, nee, schau jetzt mal aus dieser Ecke raus. Aber die hat das richtig gut gemacht. Ja, ja, sie vertraut dir halt einfach schon. Oder sie ist einfach, denkt sich so, ach, fuck ja, ich jetzt. Aber die so meisten vertrauen da einfach und machen das dann einfach. Ich habe letztens so eine Dokumentation über Schnitt gesehen und da war auch so, dass das Schnitt voll schwer zu erklären ist, Filmschnitt, weil es ja so Ich glaube, Thomas ist der Einzige, der den ganzen Tag lang schneidet und sich dann abends noch eine Dokumentation über Schnitt reinfasst. Nee, weil also es gibt keine Regeln, weil es ja eigentlich versucht man ja, das Unterbewusste abzubilden. Also wie man was wahrnimmt. Ja. Und man kann jetzt nicht sagen, du musst halt immer dreimal schnell schneiden und dann einmal einen langen Dings oder so. Es gibt so, also jede Regel kann auch dann wieder gebrochen werden und so. Das Video kannst nicht sagen, ja, ein Song muss immer 3 Minuten lang sein oder so. Und gleichzeitig, wenn jemand dir eine Arbeitsprobe gibt, wenn du jetzt einen neuen Cutter suchst und jemand gibt dir eine Arbeitsprobe und es ist alles so ums Arschlecken nicht richtig, dann weißt du einfach, dass das wird nie was. Also ja, ich kann dieser Person das nie erklären. Darüber geredet, wie schwierig das ist, wenn man einen Cutter hat, dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass es wirklich eine Entlastung ist. Also unser Cutter hat ja genau unseren Sound und da ist er wirklich mittlerweile so, wir schicken ihm einfach so 3 SD-Karten und dann macht er das halt einfach irgendwie und dann sage ich am Schluss noch so, ja, mach da vielleicht noch das und da vielleicht noch das und dann ist fertig. Aber bis man da hinkommt, das boah. Ist so anstrengend. Aber es ist so, wir hatten auch vor 4-5 Jahren mal so eine Putzhilfe und das war mega anstrengend, weil wir dann immer alles auf so eine total spezifische Art und Weise aufräumen mussten und dann den Putzeimer so bereitlegen mussten, dass es in der Zeit schon 3-mal von uns selber geputzt worden wäre. So ist es ein bisschen mit einem Cutter. Ja, also ich habe auch gemerkt, die Community checkt das, wenn ich Sachen nicht selber schneide. Also ich habe es kurz zwischendrin abgecheckt, weil ich zum Beispiel mit Leuten wie Rezo geredet habe und der meinte auch so, wow, was krass, du drehst, überlegst und schneidest alles selber und lädst alles selber hoch, das ist ja krass. Und dann meinte ich auch sich so, hä, wie macht ihr das so? Und hab so den Workflow mal von anderen gesehen, wenn man so irgendwie in seinem Universum das so macht, wie man halt denkt. Und das zu erarbeiten ist voll die Arbeit, aber ab dem Zeitpunkt, wo es läuft, läuft es dann. Also ich habe zum Beispiel einen Cutter
TikTok schneiden lassen. Das hatte irgendwie nach 2 Tagen oder 3 Tagen irgendwie so 50.000 Aufrufe. Dann habe ich es runtergenommen und selber geschnitten. Und dann hat das so seine 600.000 Aufrufe. Also ach, die Community das. Checkt das. Das ist die Sauce, voll. Die Chili-Sauce. Ja. Ja, irgendwie checken die das. Welche? Ihr seid tricky. Die Bromatos sind tricky. Ja, warum heißt Bromatos? Das heißt Bromato. Bromato. Ja, du sagst sorry. Bromato, ich sag Bromato. Ja, ich kann komm. Trotzdem an einem Tisch sitzen. sag, wie du willst. Ich kann das Bleichmittel auf der Hose auch zu lange einwirken oh, lassen. Oh, nein, bitte nicht. Das ist eine coole Hose. Also, eigentlich wollte ich ein Profilbild erstellen. Dann habe ich mein Gesicht ausgeschnitten und war so irgendwas im Hintergrund. Und ich liebe Gurken. Dann habe ich Gurken genommen. Das sah super scheiße aus und auch der Emoji von der Gurke ist super scheiße. Und dann war ich eh schon in diesem Salatbereich und habe eine Tomate genommen und fand, das sah cool aus. Auch der Emoji Tomate ist ja eigentlich was Negatives, dass du mit Tomaten beworfen wirst, wenn du irgendwie auf der Bühne stehst und nicht lustig bist. Stimmt. Das kennt Hazel bestimmt. Ja, klar. Mhm. Ich habe oft, muss ich das gar nicht einkaufen, weil ich ja. da massenweise nach Hause bringe. Und dann habe ich die Tomaten genommen und fand das auch cool, weil das so rot ist, so eine Knallfarbe, so Achtung. Und dann hatte ich das Wort Tomato. Dann dachte ich mir so Bro und Mate. Bros Kumpel. So stelle ich mir das vor, als Da Vinci den Hubschrauber gepitcht hat. Ich komme mir gerade wirklich so krass vor, wie als würdest du so von der Schule nach Hause kommen, auch wie du da sitzt und wir fragen so, na, was hast du denn gemacht? Erklär mal. Ja, ich sag ja auch immer, ich sage, also ich da schon beim Salat. Dieses Tomaten-Emoji, genau. Hey, ihr habt gefragt, dann fragt ja, es ist ja halt super. Ich finde es gut, dass du dir nicht noch so eine prätentiöse Scheiß-Story überlegst. Ja, und auch nicht einfach, also ich finde es ja auch immer super, wenn man ein richtiges Gespräch führen kann und es nicht einfach nur so. Weil dafür habe ich ja zum Beispiel dieses Jingleboard. Welche Creator findest du denn spannend? Spannend? Naomi John for the win. Naomi John, was ist das? Naomi John ist eine YouTuberin, die macht englischen Content. Und ich finde es sehr lustig, die probiert immer so, die färbt immer ihre Haare oder probiert Make-up ab aus. Eigentlich Sachen, die mich gar nicht betreffen, aber wie sie schneidet, ist auch sehr, sehr cool und sehr witzig und sie als Person ist sehr witzig. Kaida Schalks presse ich mir noch. Rezo schaue ich mir noch an. Presse ich mir. Das klingt so richtig bulimisch. Das klopp ich mir noch in den Schädel. Ich finde es immer geil, wenn Leute so darüber reden, wie sie sich Serien angeschaut haben. Das prügel ich mir noch rein. Ja. 400 Leute waren 8 Monate lang beschäftigt. Wenn ich zu Hause bin, geht es erstmal in die Jogginghose, dann klopp ich mir noch 24 rein. Dann donner ich mir noch Desperate Housewives in meinem blöden Schädel. Das ist immer so richtig aggressiv. Aber gibt es auch so Nischen-Content, den du feierst? Also so Sachen, so, wo man so denkt, was, Shirley schaut sich das an? Ja, hin und wieder mal eine Doku. Ich habe ja ein Hammerhai tätowiert. Wir haben ja letztens eine Doku über Hammerhai angeschaut. Ist der neu? Oder? Ja. Ja, ach, weil ja, ich habe den noch nicht gesehen. Ja, das ist beides sehr, sehr schön tätowiert. Wieso der Hammerhai rechts und die Hummel links? Ich dachte, du fragst jetzt generell, warum die Motive und da hätte ich schon gezappelt, aber du fragst gleich, warum links und rechts. Ich habe keine Ahnung. Deine Oma ein Hammerhai und sie ist gestorben? Ich glaube, sie war ein normaler Hai, aber der Opa war ein Hammer. Ja. Nee, ich weiß, ich fand Hammerhaie irgendwie am lustigsten und bei kleine Haie große Fische oder wie das heißt? Große Haie, kleine Fische? Ich habe keine Ahnung. Ah, ja, da gibt's ja auch Hammerhaie. Martin Scorsese und Robert De Niro, die sprechen da, glaube ich. Ich kenne nur die Cartoon-Character. Okay. Und da gab es. Ich kenne nur die Cartoon-Character. Und da war ein Hammerhai und der hat einen Löffel in die Mitte gekriegt. Und konnte ihn nicht sehen. Und war so, oh mein Gott, was passiert? Ich fand das so lustig. Jetzt habe ich es auf dem Arm. Hast du schon mal einen Hammerhai gesehen? Nee, ich wollte mit denen schwimmen gehen. Ach, aber geil. Wo? Ja, weiß ich noch nicht. Also ich habe es dann Wasser, auch irgendwie gedacht. Ja, im Wasser ist praktisch. Ja, im Großen und Ganzen finde ich das dann auch irgendwie wieder blöd, weil dann bist du ja irgendwie in deren Lebensraum und so. Ja, ist aber besser, als wenn du dir so einen nach München holst und den dann so in der Badewanne hältst. Ja, das wäre auf jeden Fall praktisch. Aber ich wollte es mal angehen. Auf Madeira kann man anscheinend sehr gut tauchen. Mit Haien, oder was? Anscheinend. Wirklich? Was? Oh Gott. Gott sei Dank wusste ich das nicht. Nee, Haie sind mir irgendwie zu creepy. Ich finde so, wie die einatmen, sieht so eklig aus. Ich finde halt Hammerhaie so lustig, weil die halt die Augen an der Seite haben, müssen die immer nach links und rechts schauen. Die machen eigentlich einen permanent, die machen so einen lebenslangen Schulterblick. Echt? Die ganze Zeit. Ach krass. Sonst sehen sie es ja nicht. Aber du hast die Frage gar nicht beantwortet. Was willst du denn noch machen filmisch? Hast du da noch, also würdest du auch mal so einen Spielfilm gerne also directen?
Also Director, ich glaube, man versteht mich nicht so sehr. Mein Kopf ist zu wirr, da ist das ADHS dann sehr negativ. Mhm. Was für Regieanweisungen und so wäre, dann wäre ich, glaube ich, voll überfordert mit meinen eigenen Gedanken, könnte das nicht in Worte fassen. Und so Schauspielern, finde ich, kann ich nicht. Also ich habe auch voll viele Freunde, die auf Schauspielschulen waren und die ich dann so in Serien sehe. Und sobald ich eine Person kenne, kann ich das nicht ernst nehmen. Also ich sehe dann nicht so das Schauspiel. Ich schaue das ich an und bin ich verstehe auch Schauspielerei nicht, ganz ehrlich. Ich würde schizophren werden, wenn ich Schauspielerin werde. Mhm. Also das wäre zu verwirrend für meinen Kopf, jetzt eine andere Person zu spielen und so. Also ich mache das ja in meinen Sketchen, aber so richtig Schauspielern, dazu bin ich, glaube ich, zu wack. aber so im Großen und Ganzen. Ja, aber so eine richtig wacke Person könntest du vielleicht schon spielen. Aber im Großen und Ganzen hätte ich voll Bock, mal ein bisschen aufwendigere YouTube-Videos zu machen, also so Julian Bam-Style. Mhm. Das finde ich voll cool. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass er so unter anderem zu den einzigen YouTube-Deutschland gehören, die so Kurzfilme immer machen und sich da voll viel reinhängen und so. Sowas würde ich extrem gerne machen. Und da ist ja auch dann irgendwie Schauspiel ein bisschen. Aber so richtig ZDF-Serien-Style-Schauspiel würde ich niemals machen. Ja. Also ein bisschen hochwertiger, so Straßenumfragen, solange es noch geht. Also ich muss vielleicht sagen, erklärt auch Hazel mal, wie es geht. Oder ja, vielleicht sollten wir beide mal einen Workshop machen. Ich mach bald Babypause und dann kannst du ja einfach, du kommst 3 Tage bei mir in die Straßenumfragenschule und dann kannst du das einfach machen. Das ist nämlich nicht so schwierig. Da kannst du auch gleich mitkommen. Ja, gerne. Dann können wir beide mal was lernen. Comedy auf der Bühne, weil ich finde, Comedy ist ja schon das, was all das zusammenhält, was du machst. Ja, also wenn ich mit Freunden im Raum sitze, dann stelle ich mich so vors Sofa und mache so wieder so, was mir passiert ist, weil das finden auch meine Kollegen auf TikTok sehr interessant. Ich laufe mit dem Kopf voraus in ganz komische Situationen rein. Mhm. Also ich ziehe sowas so krass an. Zum Beispiel, als wir mit Spotify in Barcelona waren, sind wir ins Taxi eingestiegen und dann ging es eigentlich zur Spotify-Villa. Und haha, Plot-Twist, wir wurden bei Crow in dem Ferienhaus rausgeworfen und sind dann über diesen Zaun, haben wir die Tür aufgemacht und sind da einfach eingebrochen, weil wir halt dachten, das wäre das TikTok-Haus. Und dann sind wir da rein und dann waren die so... Dein Leben ist so anders. Mit Adi Totoro war das, oder? Nee, das war mir, also ja, in diesem Spotify-Haus, aber das war dort, in dem Ferienhaus war ich mit Khan und Noah. Und dann sind wir da rein und dann waren die gleich so, ey, wer seid ihr? Und Handys aus, was zum Geier? Und ich habe eh nicht gefilmt, ich war so sehr irritiert, weil wer da ist. Und dann habe ich Bad Chief gesehen, war so, hä, was macht der denn hier? Und ich weiß ja, wie Crow eine Maske aussieht. Und dann war ich so, hä, das ist Crow. Und dann war ich so, Leute, wir sind sowas von falsch. Und dann habe ich so meinen Manager angerufen und der Taxifahrer dachte, weil ja, der hat davor irgendwie Crow und die Crew dorthin gebracht, dass wir dazugehören. Und hat das dann falsch. So wie indiskret irgendwie von diesem Taxifahrer. Ja, voll. Aber wieso bin ich wieder schon wieder in so einer Situation? Wieso werde ich dann eine Stunde später sind wir dann im Haus angekommen, alle so, hä? Und das würdest du dann auf der Bühne erzählen, diese Story. Ja. Weil ich finde es mega spannend. Ich finde ja auch Stand-up immer dann spannend, wenn es entweder so wahnsinnig viele Schnittmengen mit dem eigenen Leben hat oder wie in diesem Fall gar keine Schnittmengen. So was passiert mir halt die ganze Zeit. Gestern zum Beispiel wollte ich kurz zur Bank Geld abheben, lauf da 5 Minuten hin, sind extra nicht aus dem Parkhaus, lauf da 5 Minuten hin, die Bank ist geschlossen, wir laufen zurück, gesamte Straße gesperrt, weil Feuerwehreinsatz, wir kommen nicht aus dem Parkhaus. Denkst du, dass du Unglück anziehst oder ist es vielleicht auch dein ADHS, was dich diese Warnzeichen ein bisschen übersehen lässt? Also wie zum Beispiel, vielleicht, wenn man kein ADHS hat, merkt man, oh, mein Reißverschluss ist offen. Ah. Moment mal, bevor ich springe, checke ich schnell, ob ich den zumache. Oder, warte mal, jetzt kommt irgendwie schon die Straßensperrung, vielleicht gehe ich nicht da zu der Bank. Ja, vielleicht so eine Kombi. Also ich ziehe ja auch lustige Sachen an. Also zum Beispiel vor Social Media und so bin ich ja auch immer in solche Sachen reingerauscht. Und ich erzähle das ja meinen Freunden, dann ist das ja wie Stand-up eigentlich. Und die kacken da voll ab. Deswegen haben die auch gesagt, ich soll unbedingt Social Media machen. Aber ich war, bevor ich irgendwas mit Social Media gemacht habe, war ich einfach bei Alfonso Davis auf dem Geburtstag. Was? Ja, echt? Auf dem wievielten? Ich habe keine Ahnung. Eine Freundin von mir hat auch... Das kann ja auch gar nicht so lange her sein, oder? Seit 2 Jahren bei Bayern oder seit 3? Also eine Freundin von mir hat auch dem falschen Kerl dann ein Happy Birthday gesagt. Oh mein Gott! Und ich überhaupt bei Alfonso Davis. Und das war auch voll lustig, weil er war in so einem extra Raum. Nee, Alfons Schubeck, meinst du? Das ist ein ganz anderer Flavor. Das haben wir Antonia ja auch gefragt, also Reeft, wie berühmt bist du? Also wenn wir mit dir so rumlaufen würden, also einfach um so ein Gespür dafür zu kriegen, ist es altersabhängig? Bist du so, also weil du bist ja so eine der größten TikToker in Deutschland, aber halt, das, was ja bedeutet, dass alle über, weiß nicht, 30 dich wahrscheinlich kaum kennen, oder? Also ich sag immer, auch zu meinen Freunden und zu anderen Leuten, ich bin eine Kaulquappe.
Also ich bin ganz klein. Ich hab nicht viele. Kaulquappe ist ja auch eine Mischung aus einer Hummel und einem Hammerhai. Stimmt eigentlich, ein Hummerhai. Also ich bin irgendwie so eine Kaulquappe. Ich weiß, ich habe relativ viel Reichweite, aber ich sehe das immer so als so, ja komm, es ist jetzt auch nicht so viel und so. Und ich denke mal, ich störe Leute, wenn ich mit denen was filme oder so. Mir ist das immer super unangenehm, Leute zu fragen. Auch so, deswegen sage ich dir nur, was du sagen sollst, wenn wir einen TikTok drehen, weil dir das zu erklären und so, dann raube ich dir so voll viel Zeit und dann... Also ich habe mir übrigens morgen den ganzen Tag freigenommen, um mit dir Sachen zu drehen. Also ja. Wehe, du erklärst mir dann nichts. Geil. Also ich liebe es, mit anderen zu drehen, aber ich denke mal, ich nerv und dann so, keine Ahnung, denken die sich so, ja, okay, für ihre paar Follower macht ich die das jetzt. Ehrlich gesagt, also ganz ehrlich, ich finde immer, dass man sich eigentlich fragt, warum nervst du mich nicht? Also so geht es mir immer. Ich ja, denke immer so, auch, weil du gibst einem eigentlich, das ist null toxisch, was du so und du machst. Bist auch oder so. Also normalerweise sind so Leute, die so laut sind und schnell reden und so und die so eigene klare Vorstellungen haben. Normalerweise ist es ermüdend, mit denen in einem Raum zu sein, ja. Aber bei dir ist es gar nicht so. Aber du hast auch wirklich keine bedrohliche Aura oder so. Also man hat nie das Gefühl, du willst irgendwas von einem. Aber das bringt mich zur Frage von dem Patron Tim Niklas Zimmer. Vielen Dank an alle Patrons, dass ihr uns mal Fragen stellt. Shirley, wie war es, mit Hazel und Thomas ein Video zu drehen? Er spielt wahrscheinlich auf den Madeira-Vlog an. Ja, das war sehr lustig. Hazel ist sehr gut und schlagfertig und eine sehr gute Situationskomikerin. Deswegen, es war ein bisschen ein Diss-Battle bei uns beiden. Wir haben echt so eine, wie so zwei Brüder sind wir ein bisschen. Also, mit dir wäre lustig mal zu einem Familienessen bei mir, weil das ist, bin ich irgendwie in der Familie gewohnt. Einer macht einen Witz über meinen Bruder und dann haut jeder einen anderen Witz obendrauf. Also man wird voll gemobbt. Ich bin auch teilweise ein paar Mal schon von Familienessen einfach weinend gegangen. Oh Gott. Und zu gegenseitig so lustig mobben irgendwie so, aber mit Liebe. Aber im Großen und Ganzen, das ist sehr lustig mit euch. Ihr seid sehr flexibel. Da dachte ich aber auch zwischendrin, ich nerv euch irgendwie und will nicht so immer in die Kamera. Ja, nee, wir dachten eigentlich eher, dass wir euch nerven. Aber, und das war auch so ein bisschen, also... Jeder denkt, er wird genervt. Yeah, so lauter People-Pleaser. Dabei ist einfach jeder von sich selber genervt. Naja, und man merkt natürlich, dass die Lebensrealität einfach eine andere ist. Weil mit einem Kind ist man halt zum Beispiel nicht so flexibel. Ja. Und wenn Leute dann so sagen, oh, vielleicht komme ich in einer Stunde, vielleicht auch in drei. Ja, lass uns mal... Wie schaut's denn heute Abend aus? Weißt du, man denkt sich einfach so, also heute Abend... Lass wenn uns doch ich mal dann ein paar Stündchen in die Berge tuckern. Hey, wir ja. haben 70 gute Minuten mit diesem Kind. Die sind ja. jetzt vorbei. Aber unsere Tochter liebt dich ja. Also Sie sagt auch immer Shirley. Shirley. Ja. Das ist echt sehr, sehr süß. Also falls du Paten-TikTokerin werden möchtest, sag Bescheid. Oh, super unangenehme Geschichte noch. Wo wir auf Madeira waren, hast du doch einmal vor der Kamera gesagt, nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Mhm. Und dann hat jemand unter das Video gepostet, nett hier, aber haben Sie schon Hazel Thomas Hörerlebnis mit 5 Sternen bewertet? Dann fand ich das ultra witzig, hab dazu einen Sticker in Auftrag gegeben. Oh nein. Dann kam der 1000-mal. Nein. Ich zeig den hier unserer Praktikantin und sag, ach, das ist ja cool, das ist genauso cool wie der Sticker von Rezo und Julian Bam. Und ich so, welcher Sticker von Rezo und Julian Bam? Und dann so, nein. Ja, gut, belasten. Das ist super belastend. Ich meine, ich wollte den nie verkaufen, ich wollte den eh einfach nur so weggeben, weil so Sticker kann man, also da ist ja die Marge, oder das lohnt sich einfach nicht, Sticker zu verkaufen, keine Ahnung, es ist einfach so ein Goodie. Ja. Und ich meine, nett hier, dass man das irgendwie abwandelt, das gibt es ja schon irgendwie. Aber ich dachte so, ich wäre auf eine Goldmine gestoßen. Und einfach das Gegenteil der Fall. Man kann jetzt nichts damit machen. So. Oh nein. Ja, man kann jetzt damit Umzugskartons zukleben. Das ist wirklich super schlimm. Wenn man dich so verfolgt, könnte man ja meinen, dass es immer nur jokey und witzig ist. Haha, ich habe super viel Power und irgendwie super crazy Gedanken und so. Inwiefern leidet man denn auch unter ADHS? Also was sind denn so richtige Downsides? Boah, ich habe ja mal einen ADHS-Test gemacht und dann hat sie mir so Fragen auf Schnelligkeit gestellt. Und irgendwann habe ich aus dem Fenster geschaut und war so, lol, Sonne. Und sie war so, Chili, das ist auf Zeit. Ich so, hallo. Okay, was war die Frage? Und ihr habt ja ein paar Fragen. Und teilweise, wenn ich euch so zuhöre und nicht reinrede und ihr macht dann kurz still und schaut mich an, bin ich so,
Gut, ich muss jetzt antworten. Was war die Frage? Von 9 zu 9. Von 9 bis 9, was ich antworte. Was also wenn ich Wohnung aufräume, dann merke ich es. Also dann ist es super Chaos, weil dann erstelle ich überall, ich will von der Küche den Stift ins Arbeitszimmer bringen. Währenddessen gehe ich an meinem Schlafzimmer vorbei, sehe, die Bettdecke ist nicht richtig gerichtet, mach die Bettdecke, find ein T-Shirt, nimm das T-Shirt, tu es ins Badezimmer, hab noch immer diesen Kackstift in der Hand, geh in die Küche, leg ihn dann da wieder hin und mach irgendwas anderes, merke, ich wollte den Stift wegbringen, nimm wieder den Stift. Ja. Du bräuchtest eigentlich so eine schlauchförmige Wohnung, wo du gar nicht an anderen Zimmern vorbeigehst. Oder einfach sehr viele AirTags für alles. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich mit dir rede, dass du wie so ein Rad in deinem Kopf hast, dass du einfach so anschmeißt und dann kommst du eine willkürliche Antwort. Deshalb finde ich auch super, dass wir einfach den Podcast quasi in unserem Wohnzimmer aufnehmen, wenn er mal abbrechen muss. Einmal haben wir mit den Kaulitz-Zwillingen was gemacht und dann musste ich so eine halbe Stunde rausgehen, weil unsere Tochter geschrien hat und so. Und ich finde sowas halt, das ist so legendary, wenn halt einfach sowas Verrücktes passiert im Podcast. Oder aber wir haben jetzt ja auch ein paar Leute im Freundeskreis, die Podcasts haben, die dann auch zum Teil dann wieder die aufhören, weil sie einfach sagen, ja, es ist irgendwie zu viel Aufwand. Und wir haben ja gerade gestern Abend drüber gesprochen, ich würde es gar nicht schaffen, ich finde es schon so, es ist wirklich so das Maximum an dem, was irgendwie möglich ist, ist, dass man mit einer Person zusammenlebt, das Studio in der Wohnung hat, wo man lebt und dann einmal die Woche was aufnimmt. Aber sich das noch so freizuschaufeln und irgendwo hinzufahren. Und oder dann vor allem auch Leute zu interviewen, die man nicht mag, weißt du, weil dann wär's ja wirklich Arbeit einfach. Also ich wurde letztens zum Beispiel wegen Leute, die man nicht mag, ich wurde letztens von so Zuschauer gefragt, ja, sind eigentlich alle sympathisch, weil du bist voll sympathisch? Und ich war so, keine Ahnung, wenn ich mich mit einer Person treffe, ich treffe mich nicht mit der Person und drehe direkt mit der, sondern ich lerne die erstmal kennen. Und wenn die für mich ein Dulli ist, dann bin ich so, ja, okay, dann drehen wir jetzt nicht. Aber wenn ich die Person mag oder sympathisch finde, dann drehe ich mit der Person. Also ich finde das immer sehr komisch und befremdlich, aber auch sehr mutig, wenn Leute sich zum ersten Mal treffen und die erste Umarmung bei der Tür ist dann schon mit so einem Handy in der Hand und so, hi, wie geht's? Und das dann gleich so hochladen. So, ich könnte das nicht. Das ist so voll unangenehm. So, ich glaube, ich habe mir 10 Minuten Gedanken gemacht, um dieses scheiß Foto jetzt hier aufzunehmen. Aber ich glaube, das merkt man einfach bei dir, dass du überhaupt nicht so krakenmäßig bist. Also ja, so du willst nicht alles mitnehmen, was geht. Ja, nee, ich mag, also mir ist es auch kackegal, wie viel Reichweite jemand hat. Sehr gut, weil wir veröffentlichen das Ganze hier auch gar nicht. Also es ist nur einfach für uns. Wäre ja auch, also ihr wollt ja bei euren Sternen bleiben, oder? Sonst wäre es ja jetzt ein Stern weniger, wenn ihr das hochladet. Was ist das Nervigste am Influencer sein? Man kann sich selber, also man ist ja selbstständig, das heißt, man macht eigentlich alles selbst und zwar ständig und man kann sich die Arbeitszeiten einteilen, wie man will. Also nicht nur bist du der ausgebeutete Angestellte von dir selber, du bist auch der ausbeutende Chef. Ja, ich glaube, du kannst ja beide Seiten verstehen. Ja, das Ding ist beim Influencer-Dasein, man arbeitet mehr, weil man weiß, die ganze Arbeit steckt man 110% in sich selber. Ich stecke das nicht in eine Firma. Also ich habe natürlich auch, ey, wenn der alte Arbeitgeber das sieht, ich habe volle Arbeitsleistung hier reingesteckt. Aber da weiß ich, okay, ich pumpe das alles in eine fremde Firma. So, und dann ist da natürlich nicht 100-200% Herzblut drin. Aber wenn ich das komplett in mich reinstopfe, okay, das klingt alles sehr komisch. Dann finde ich das geil. Red Flags. Und wie findest du das, wenn Leute InfluencerInnen vorwerfen, dass sie gar nicht arbeiten? Weil das ist ja oft so, ja, ihr kriegt einfach nur Sachen geschickt und dann haltet ihr es in die Kamera und dann zockt ihr irgendwelche 12-Jährigen ab. Also das wäre ja so, ja. Jan Böhmermann vor 5 Jahren hat ja irgendwie so ein Video gemacht, Eier aus Stahl über Bibis Beauty Palace, wie sie Uhren verkauft. Und du denkst dir, alles für die Klicks. Also, ich schaue mir erstmal die Produkte an und die Sachen, für die ich Werbung mache und schicke das auch meiner Familiengruppe und bin so, ey, ist da irgendwie Benny, was sagst du? Ja. Ey, findet ihr das irgendwie kacke oder so? Und lese mich da auch rein, bevor ich mit Sachen komme. Gibt's sowas, was deine Familie mega kacke fand? Du musst jetzt das Produkt nicht nennen, aber du kannst es ja umschreiben. Eine Sache, die meine Familie richtig kacke fand. Ja, da sind einige. Also man kriegt ja sehr viele Anfragen und macht ja dann gar nicht so viel Werbung. Aber ich das denke ich mir aber auch bei jeder Werbung, die wir veröffentlichen würden, die Leute sagen, jetzt macht ihr Werbung. Weißt du eigentlich, wie scheiße viel wir absagen? Ja. Also hast du irgendeine Ahnung? Wirklich mehr als 99% machen wir nicht. Also ich verstehe das, aber du kannst ja nicht alle Influencer und Content Creator unter einen Kamm scheren. Also ich kann ja auch nicht sagen,
alle Elektriker sind scheiße und zocken mich ab und machen gar nichts in meiner Wohnung. So, das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen blöd. Und es gibt natürlich die einen. Hat man einfach keinen Strom, wenn man so. Es gibt natürlich die einen, die alle Anfragen reinnehmen und dann so viel Geld wie möglich da rausballern. Klar, ich mach dir auch an die Wand eine Glühbirne, ist bescheißegal. Ja. So, aber das ist ja auch. Ich kann es ein bisschen verstehen, weil ich mir denke, okay, du hast gar keine Sicherheit. Also versuchst du in den ersten Jahren so viele Kooperationen wie möglich und so viel zur Seite zu sparen wie möglich, damit du im Folgenden dann mehr Freiheiten hast. Weil so am Anfang, ganz, ganz am Anfang, als ich so meine allererste Anfrage bekommen habe, die so richtig viel Geld gegeben hat, so ich glaube, es waren 7.000 Euro für ein Video. Boah, das ist echt viel. Da war ich so richtig so, was? Oh mein Gott, das ist ja 3 Monate Gehalt von, also das ist ja brutto natürlich, aber das ist ja trotzdem extrem viel Geld. Aber das Produkt ist ja super scheiße. Und dann war ich voll in dem Zwiespalt, okay, manche Leute haben gar kein Geld und gar kein Essen und ich sitze jetzt in meiner Wohnung als First Worlder und denke mir so, nee, ich mach das nicht. So, weil das Produkt scheiße ist. Und dachte mir so, boah, manche haben gar nicht die Möglichkeit, so viel Geld auf einmal zu generieren. Aber man muss halt lernen, einfach. Man kann nicht seine Reichweite so dumm ausnutzen. Du dachtest dir also, du musst jetzt die. Das war am Anfang voll die Umstellung. Den armen Leuten zuliebe diese scheiß Sache bewerben? Nee, ich dachte eher. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das Ende vom Lied ist. Also, ich dachte eher, ich fand es schwierig, am Anfang Sachen abzusagen, weil ich noch nie so ein riesiges Angebot bekommen habe. Und habe es dann abgesagt und habe mich dann auch irgendwie voll schlecht gefühlt, weil ich das auch wieder so First World-mäßig so. Aber ein guter Freund von Hazel hat mal gesagt, der auch Künstler ist: Man weiß erst, was für eine Art von Künstler man ist, wenn man Sachen auch nicht macht. Genau, ja, also ich habe bis jetzt noch keine Werbung gemacht, wo ich sage, das hätte ich nicht nochmal gemacht. Vielleicht mit Produktionsfirmen, mit denen ich nicht nochmal arbeiten würde, aber ansonsten stehe ich damit mit meinem Namen. Ja, nee, aber ich kann das schon verstehen, wenn Leute Influencer hassen und sich denken, boah, die kriegen alles in den Arsch geschoben. Aber wenn du das denkst, dann mach's doch einfach selber. Du brauchst ein kleines Kack-Handy mit einer Frontkamera und schon kannst du TikToks machen. Das ist aber wirklich immer der Punkt. Genau, mach's doch einfach selber. Oder auch Comedian. Was? Und dann arbeitest du nur 2 Stunden am Tag? Naja, also erstens ist es nicht so einfach. Nur weil der Auftritt nur 2 Stunden dauert, heißt es nicht, dass das die einzige Arbeit ist. Und zweitens, ich halte dich nicht davon ab. Oder wenn Leute sagen, ich finde den Podcast so scheiße, denke ich mir auch immer so, ey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Es gibt so viele Podcasts und in den meisten sind nicht Hazel und ich. Ja, also ich habe auch immer wieder gesagt, muss ich Zähne knirschen zur Kenntnis nehmen. Ich sage auch immer so, anstatt einen Scheißkommentar zu hinterlassen, scroll einfach weiter. Es wird sekündlich so viel Content hochgeladen. Such doch einfach deine Nische und bleib da. Wenn sie nicht interessiert, drück auf nicht interessiert. Aber so negative Energie zu verbreiten. Ich war letztens in einem Elektrogeschäft, wir machen hier keine Werbung, in einem Elektroladen und dann kam da so ein Junge zu dem Verkäufer, mit dem ich geredet habe, war so, hey, kann ich mit dem E-Scooter fahren? Und dann der Verkäufer so, nein. Und dann schaut er ihn an und sagt so, warum? Und dann habe ich mich umgedreht und hab ihm gesagt, hä, das ist doch selbsterklärend, dass du hier nicht an dem Plasma-Fernseher mit dem Elektroscooter fahren darfst. Und dann hat er mich angeschaut und war so, ich hoffe, du verlierst deinen TikTok-Account. Aber 10 Minuten vorher hat er mich gefragt, ob die PlayStation, die ich gerade kaufe, ob ich die verlose und ob er auch eine haben kann. Oh, okay. Da war ich so, hä, was bringt denn dieses, ja, okay, Glückwunsch, dann hofft, dass mein TikTok-Account gesperrt wird. Was bringt dir das? Die PlayStation kriegt er davon. Ich hoffe, du kriegst eine 5 in Mathe. Was bringt mir das? Was können wir denn besser machen auf Social Media? Ich finde es richtig schlimm gerade, die Frage. ihr habt eine andere Zielgruppe als ich. Das ist ein bisschen schwierig. Also, man muss ja auch immer bedenken, manchmal sehe ich ja auch andere Content Creator oder so und denke mir so, du als Person, ich mag dich super gern, aber dein Content nicht so meins. Und dann denke ich wieder drüber nach, bin ich 14 und ein Junge oder so? Ich bin ja gar nicht deine Zielgruppe. Und deswegen kann ich jetzt bei euch gar nicht sagen, was, also vielleicht macht ihr das schon top, perfekt. Musst du deinen ältesten Bruder fragen vielleicht. Ja, vielleicht ein bisschen weniger Mom- und Dad-Vibes, so in den Stories. Ja, ich verstehe vielleicht dich. Vielleicht. Okay. Noch eine letzte Frage, und zwar, du machst Straßenumfragen, Hazel macht Straßenumfragen. Du kennst ja auch, glaube ich, die Straßenumfragen von Hazel ein bisschen. Gibt es denn etwas, was du von Hazel gelernt hast, würdest du sagen, von den Straßenumfragen? Was du dir so ein bisschen abgeguckt hast oder was du inspirierend fandest? Ich finde, Hazel ist sehr Situationskomikerin, das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Und deswegen kann ich da schwer was abgucken, so vom Stil, weil du einfach sehr schlagfertig bist.
Vielleicht das kann man versuchen, ein bisschen zu adaptieren. Aber ich habe dich mal gesehen bei der Gamescom. Das weiß ich noch. Das war letztes Jahr bei der Gamescom. Ist Hazel an mir vorbeigelaufen mit dir. Und ihr habt eine Straßenumfrage gedreht. Hast du da gefilmt? Ja. Und anstatt... Ja, stimmt, da habe ich gefilmt. Anstatt, dass ich irgendwie... Also, ich war so kurz so, oh mein Gott, vielleicht fragt sie mich. Und dann, aber aus Reflex habe ich einfach zu dir rübergeschaut und war so, Hazel! Und dann hast du oder ihr beide mich angeschaut und ich stand einfach nur so da, wie so eine Eule oder so ein angefahrenes Reh. Und habe mich einfach nur angestarrt. Und dann warst du irritiert und hast irgendwas zu ihm gesagt und ihr seid weitergegangen. Ich war so, oh mein Gott, wahrscheinlich habe ich gesagt, unangenehm. Die Person sieht mir zu sehr aus wie eine Eule. Das, aber das kann ist, glaube also ich, das Unangenehmste, was du als Zuschauer machen kannst, ist den Namen sagen und dann einfach nur starren. Ach, also wenn, eigentlich ganz, ich, ganz süß im Vergleich zu Dingen, die man... Ich habe also sogar einen TikTok dazu gemacht. Ich glaube, das habt ihr nie gesehen. Ach, krass. Das war auch das erste Mal, wo ich Reef dann auf der Gamescom gesehen habe und so. Ach, krass. Also es war alles voll zufällig, weil ich war mit einer Kooperation auf der Gamescom und wusste nicht, was ich da machen soll, weil ich spiele keine Spiele. Und ich war so, dann laufe ich hier mal durch. Aber es ist schon irgendwie eine schräge Veranstaltung, oder? Wenn man keine Spiele jetzt spielt. Weil ich spiele auch keine Spiele und ich finde es so Wahnsinn. Dieses Jahr war ich jetzt und Straßenumfragen, ich weiß nicht, ich habe so eine Traube um mich rum gebildet. Es waren die ganze Zeit 30 Leute um mich rum. Und ich war, das hat so viel Druck gemacht. Und dann bin ich auch von dem einen Spot zum nächsten gegangen und überall waren Kinder. Und ich finde das voll cool. Ich treffe mich auch gerne mit Fans und ich rede auch voll gerne. Aber wenn das so viele sind, dann ist das so Abfertigung. So Foto, 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 Foto. Und ich weiß gar nicht, mit wem ich ein Foto mache. Und dann ist das voll unangenehm, weil ich gerne so Leuten in die Augen schaue und sage, ey, cooles Outfit, coole Schuhe, coole Stimme, coole Augen oder so. Ja, dass sie halt noch ein bisschen was mehr mitnehmen können als einfach nur das Bild, ne? Ja, dass sie so wirklich eine Begegnung so mit dir Foto hatten. Foto und schaue nur auf mich, wie ich aussehe und weiß gar nicht, mit wem ich es gemacht habe. Und das finde ich ein bisschen unangenehm. Ja, und es ist ja auch dann immer nur so ein komischer, so ein Moment und nicht, das, man versucht ja eine Story zu kreieren, wenn man Content macht. Und da war irgendein Typ und der hat ein Foto gemacht, das ist halt irgendwie eine schlechte Story. Aber vielleicht noch eine abschließende Frage für euch beide, weil Shirley hat ja jetzt geantwortet, dass sie die Schlagfertigkeit von dir, Hazel, cool findet. Kann man Schlagfertigkeit überhaupt lernen? Man kann es auf jeden Fall üben. Also man kann es vielleicht ein bisschen simulieren, oder? Dass man so sich schon irgendwelche Antworten, Standardantworten überlegt und sagt, wenn mir gar nichts einfällt, dann sage ich halt das. Oder ja, oder, genau. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon irgendwie eine Veranlagung. Also du kannst jetzt nicht da so ultra unbegabt sein. Das bist du aber auch nicht. Also ich würde sagen, du hast da auf jeden Fall, du hast das. Also du kannst das. Du musst das einfach. Der Clou ist einfach, dass du dir so sicher bist in dem, was du machst und dass das auch eine Berechtigung hat oder dass es dir einfach komplett egal ist, falls es nichts wird, dass es wirklich dann, dass du einfach drauf losredest. Aber kann man das schulen? Also ich kann man es verbessern? Ich könnte das, glaube ich, nicht bei anderen Leuten verbessern. Ja doch, man kann bestimmt sagen, ja, achtet auf die Merkmale oder so oder auf was kann man jetzt Witze machen, dass es nicht irgendwie mobbend oder diskriminierend ist. Mhm. Ja, so, ich glaube, das ist schon Hinweise wichtig, dass man geben. So die Ground Rules so ein bisschen absteckt. Was ist denn meine Humorfarbe, die ich haben will? Weil es ist ja nicht einfach nur irgendwas labern. So. Ja. Und wenn man sich selber im Klaren darüber ist, was okay ist für einen und wie man sich selber auch darstellen will und wie man andere auch darstellen will, dann geht es. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie ein 8-stündiges Seminar zum Thema Schlagfertigkeit gebe, was da alles drin vorkommt. Mhm. Ich fände das sehr, sehr schwer. Aber doch lustig, wenn man, wenn man Videos von uns von ganz früher anschaut oder vor allem das Videomaterial, was wir nicht verwendet haben, wie wir das auch lernen mussten, was man, was so geht und was nicht. Früher zum Beispiel, wir waren ja in New York für 3 Monate mal und dann haben wir einfach so, habe ich mal gesehen, so Leute gefilmt und gesagt, haha, der sieht aus wie Drake und so. Und es geht ja nicht, aber du kannst ja zum Beispiel, du könntest jetzt eine Katze filmen und sagen, die erinnert mich an Drake, weißt du so? Aber du kannst, also du kriegst irgendwann ein Gespür dafür, was ist Mobbing, was ist Diskriminierung, was sind Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, haha, du hast ein blaues Shirt an, das geht ja, aber wenn man sagt, haha, du hast nur ein Auge, das kann die Person halt nicht ändern, weißt du so? Also manche Sachen, die man nicht ändern kann, zum Beispiel, sind dann lustig. Ja, es muss ganz klar was Freiwilliges sein. Du musst ja auch irgendwie ein bisschen Respekt. Also man kann ja auch Humor genau. und so, aber schon mit Respekt. Aber du wolltest noch was sagen, Schiri. Das ist auch Learning by Doing ein bisschen. Ja, ich glaube, ich schaue mir, weil ich habe jetzt auch eine Gamescom-Umfrage, die kommt bald auf YouTube, dann schaue ich mir mal deine von letztem Jahr an. Mm. Und dann lassen wir sie gegeneinander kämpfen. Ja, macht ihr das eigentlich in dem Podcast, dass ihr irgendwann mal sagt, ey, wenn ihr von der Folge kommt, dann kommentiert bei meinem letzten YouTube-Video eine Tomate oder so? Schreibt das auf, Thomas. Ein paar Mal hatten wir das. Ja, also das als Tony zum Beispiel bei uns im Podcast war, hatten wir das. Ja, macht das gerne. Kommentiert Tomaten. Weil ich habe das zum Beispiel bei einem Livestream gesagt, wenn ihr um 17 Uhr verpostet ich ein Video,
Und wenn ihr von dem Livestream kommt, dann kommentiert blaue Herzen. Die passen halt eigentlich gar nicht in meinen Feed rein. Und voll viele haben geschrieben, warum kommentieren alle blaue Herzen? Egal, ich mach's jetzt auch. Und ich war so, hey, check den Insider nicht. Ja, perfekt. Darum geht es, die Bromatos zu überlisten. In-Group und Out-Group. Vielen Dank, Chili. Es war wirklich interessant. Es war wirklich cool. Also ich fand's, eine Tour de Force. Ja, ich hatte, muss ich ehrlich sagen, nicht so den idealen Tag. Ich hatte irgendwie jetzt auch, es war jetzt nicht so ein Nachmittag, wo ich so dachte, oh ja, jetzt ist noch ein Podcast. Ja, also aber, Hazel wurde einen Tag lang von der Kleinen angeschrien. Genau, also ich kriege jetzt immer aufs Maul von der Kleinen, weil ich ja jetzt nochmal ein Baby im Bauch habe und das findet sie mega scheiße. Also es ist jetzt gerade so die Phase, wo ich einfach doppelt getreten werde. Einmal von außen von einem 2,5-Jährigen, einmal von innen von einem Fötus. Oh no. Ja. Aber so ist das Leben. Es ist halt einfach cool. Ja. Und jetzt muss ich aber sagen, ich freue mich echt, dass du die weite Reise nach Köln angetreten bist, um hier unter anderem mit uns einen Podcast aufzunehmen. Und du bist wirklich so eine, ja, wie soll ich sagen? Du bist wie, wenn man so Steine sammelt, bist du noch so ein Stein. Ey, guck mal, doch, das passt total gut. Wir waren heute im Wald und unsere Tochter hat einen Stein gefunden, der sah genauso aus wie eine Kartoffel. Mhm. Und so bist du ein bisschen. Weißt du, dass man so denkt, zuerst so, Moment mal, ist ja einfach eine Kartoffel, das ist ja ein bisschen komisch hier, was ist das? Und dann denkt man sich so, boah, krass, nee, das ist ein Stein und das ist das faszinierendste Objekt, was ich je gesehen habe. Also du bist so, wenn man dich von Weitem sieht, denkt man sich so, ja, keine Ahnung, wer ist das? Und dann redet man mit dir und ist einfach angetan. Ich weiß nicht, ob du mich gerade Stein oder Kartoffel genannt hast. Beides gleichzeitig. Man weiß irgendwie nicht, woran man ist am Anfang, aber man ist auf jeden Fall positiv überrascht. Und dann denkt man sich, wie lustig. Ja, vielen Dank, Chili, dass du da warst. Ich hoffe, es war für dich auch angenehm. Ja, ich will auf jeden Fall noch eine Straßenumfrage drehen. XOXO. Ja, und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank schon mal, dass du diese wahnsinnige Sped-Up-Version von unserem Jingle angefertigt hast, dass die jetzt kommt. Genießt es, liebe HörerInnen und Hörer. Ich hoffe, ich schaff's. Bis dann. Ciao. Bye. Tschüss.